ich immer an dieser Stelle kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank und Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kasseler Huskies gegen die Heilbronner Falken. Bei mir begrüße ich Igor Pavlov als Trainer der Heilbronner Falken sowie unseren Coach Rico Rossi und gebe das Mikro wie immer an dieser Stelle zunächst einmal an den Gast. Herr Pavlov, ein paar Worte zum Spiel bitte. Guten Abend zusammen. Ich glaube, das Spiel für mich war eine und meine Mannschaft war eine zitternde Partie. Klar, die ersten 40 Minuten Kassel war entschlossener, also und einfach präziser, was Torschancen verwerten betrifft. Wir haben viel zu viel unnötige Fehler produziert. Wir haben ziemlich chaotisch in der defensive Zone gespielt und die beste Mannschaft hat heute gewonnen. Also 4-1, das ist in Ordnung. Die drei Punkte zählen und dann 20 Minuten, die letzten 20 Minuten haben wir dann ernsthaft versucht, wirklich was zu bewegen, aber diese Anschlusstor, das erste Tor haben wir schon viel zu spät geschossen. Eigentlich, wenn man die letzte Drittel mit Powerplay anfängt, es muss natürlich ein Powerplay-Tor sein, dann hat man ein bisschen Chancen, mehr Chancen einfach in den nächsten 19 Minuten etwas zu veranstalten vorne. Aber wie gesagt, Kassel hat gut gekillt in dieser Situation. Und nach 0-4, das Spiel so zu drehen, das ist sehr, sehr schwierig. Also, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Igor Pavlov. Rico, ich gebe das Mikro direkt weiter. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, danke schön. Sicherlich haben wir heute keinen Schönheitswettbewerb gewonnen. Das war kein schönes Spiel für meine Mannschaft. Wir waren effektiv. Wir waren defensiv okay, wir waren gut in Unterzahl, aber das war nicht einer von unseren besseren Spielen. So ist es im Sport, aber die drei Punkte sind in unser Konto. Das kann niemand weg von uns nehmen, aber die Spiele waren sicherlich nicht einer von unseren besseren Spielen dieses Jahr. Aber natürlich, das freut mich für die Jungs. Ein Drei-Punkt-Wochenende, wenn wir so weitergehen, sind wir schon im Zoll und in die richtige Richtung. Dankeschön. Ja, Rico, eine Kleinigkeit müssen wir natürlich noch ansprechen. Wir haben vor diesem Wochenende einen neuen Goalie verpflichtet. Wie zufrieden bist du mit seinen Leistungen? Ja, Jeff hat ein Big Saves gemacht heute. Das ist sehr wichtig, dass wir Torhüter haben. Und das haben wir auch in Kai, das haben wir auch in Mika. Und haben wir gesehen jetzt, dass wir haben das auch in Jeff, die Fähigkeit, ein Torhüter, diese Big Saves zu machen, wenn wir das brauchen. Okay, gibt es Fragen der beiden der Pressevertreter an die beiden Trainer? Marco Müller, weiß man da schon was? Irgendwie Platzwunde oder was er hat? Ich wiederhole das Ganze nochmal. Die Frage war, ob man weiß, was mit Marco Müller war, der sich kurz vor Spielende verletzt hat. Ja, der ist mit dem Arzt im Moment. Der hat kein Wund, aber ich glaube, dass er hat was auf dem Kopf. Aber das wissen wir noch, die Untersuchung für die medizinische Abteilung. Frage beantwortet? Weitere Fragen? Ich bin ganz überrascht gerade. Ja, aber ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn werfen. Ich fasse noch schnell zusammen an dieser Stelle. Das Ergebnis war 4-1. Strafen Kassel 8, Heilbronn 11 plus 20. Das ist die Spieldauer der Seminarstrafe aus der Szene kurz vor Spielende. Zuschauerzahl 3019. Ergebnisse aus den anderen Stadien, soweit sie uns vorliegen. Star Bulls Rosenheim gegen die Ravensburg Tower Stars 7-3. Eislöwen Dresden gegen den ESV Kaufbeuren, der Stand ist kurz vor Schluss 4-0. Eispiraten Krimmelschau gegen die Bietigheim Steelers 1-2. EV Landshut gegen die Löwen Frankfurt 3-2. Und EC Bad Nauheim gegen den SC Riesersee, jetzt kommt es wahrscheinlich gleich nochmal, 0-1. Allerdings erst im zweiten Drittel. Für uns geht es weiter am ja schon fast ungewohnten Freitag.
Das heißt, der kommende Freitag, 28.11.19:30 bei uns zu Gast an die Starbucks aus Rosenheim. Ich wünsche unseren Gästen guten und sicheren Nachhauseweg. Ein, zwei Mal sehen wir uns ja noch diese Saison. Ihnen allen noch einen schönen Restsonntag, guten Start in die Woche. Bis zum Freitag. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss.